Ski hier, oder? Schön. Ja. Ah, hallihallo, meine Lieben, im Gärtchen. Heute mache ich wirklich nur die besagten Kleinarbeiten, wie ich gestern gesagt habe. Das war maximal Lichtschalter, Messerschärfen vom Rasenmäher und die Schubkarre zusammenbauen. Also mehr mache ich definitiv heute nicht. Außer vielleicht halt nachher noch Ruhe da. Ups. Hoppala. Ja, das war das Cola. Das nächste Auto ausladen, was jetzt gleich kommt nachher. Ich war heute früh im Keller, hab noch, wie spät haben wir es eigentlich? Ja. 11:45. Hab wirklich wieder den halben Keller ausgeräumt, bis man da irgendwo hinkommt. Aber er wird leerer. Ich habe wieder einiges mitgenommen. Über einen Teil freut sich die Manu ganz riesig. Ja. Zeig mal her. Hä? Ja, zeigen her. Ach so, ja. Ah, wir können es hier auch wieder kesseln lassen. Richtig. Manu hat gestern nämlich auch was gesagt von einem Kesselgericht, was er, oder Topfgericht, was er gerne machen würde. Habe ich gesagt, ja, das können wir dann über, auf dem Kessel über einem offenen Feuer machen. Hm. Aber das dauert noch, aber Hauptsache schon mal das Material da. Ja, dann waren wir noch kurz beim Shopping. Mal wieder. Zweimal. Manu heute einzeln, wo ich im Keller unten war. Und dann jetzt vorher nochmal. Und ja, wir haben ein paar Leckerbissen mitgenommen. Aber wie gesagt, momentan noch vorgewürztes Zeug. Aber auch das wird sich irgendwann einmal wieder ändern. Ja. Leg mal los, werden wir groß? Ja, genau. Nach unserer Gedenkpause hier. Leute, das mag vielleicht jetzt wirklich komisch aussehen, aber wir machen hier ein klitzekleines Training. Nicht zu viele. Gut. Und dann ziehst du, ja, und dann, dafür habe ich gesagt, du sollst den Handschuh holen. Ja, mach doch nichts. Dass keine dreckigen Hände kriegst. Ja, wir machen hier ein klitzekleines Training. Muss alles sein. Dann ziehst du einen Handschuh an und tust die ganzen restlichen Kohlen, was da drin sind, mit in den Anzündkamin rein. Ja. Also die kannst du jetzt mit dem Handschuh anfassen, die Kohlen. Da wollte ich auch gerade meinen. Das ist ja noch komplizierter. Ja, deswegen ja den Handschuh anziehen, dass du eben nicht so dreckert wirst. Findest du das gut, dass wir so ein kleines Training machen? Aber warum denn nicht? Man lernt ja nie aus, oder? Richtig. Ich habe es auch erst alles lernen müssen. Weil ich habe auch mein Grillrost, das Edelstahlrost gefunden. Ja, und das müssen wir auch ein klein bisschen abbrennen. Den will ich noch ein bisschen zusätzlich auch noch wieder abbrennen und zauberbürsteln. Dann kann man den auf die Seite legen. Und dann nehmen wir nämlich meinen Edelstahl. Aber den muss sie ja fluchtartig damals einpacken. Und ja, deswegen sieht der auch nicht ganz so lecker aus. Gut. So, jetzt stell mal den Anzündkamin auf die Seite einfach. Stell ihn am Boden. Und jetzt schau mal hier rein. Hier siehst du jetzt ganz viel Asche und Zeug hier unten drin, gell? Jetzt gehst du da runter, den Bügel, den oberen. Den? Ja. Und tust ihn einfach ein paar Mal links, rechts. Zack, 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 zack. Ah! Gut, okay. Genau. Und mit diesen Lüfterradeln. Warte, schau. Da tun wir noch zwei, drei Mal. Zack, zack, zack. Dann ist nämlich der ganze Rotz unten. Genau. Im Aschekorb. Ja. Ja, dann kannst du anzünden. Genau. Genau. Gut. Na, oben bleiben. Anzünden, Anzündkamin drauf. Und weiter geht's. Reicht, 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 reicht. Die brennen sich gegenseitig ein an. Ja, jetzt warten wir, bis der Kamin durchglüht. Und dann brennen wir nochmal die Roste ab und dann können wir sie abschrubbeln. Sehr weil schön. Die guten Bürsten habe ich alle gefunden. Ja. So, und hier jetzt noch einen ganz besonderen Gruß an mein
Lieblingsmeckerhammel. Schau mal, das sind meine alten Latschen. Und was ich total vergessen hatte, ich habe die neuen schon seit 1,5 Jahren im Schrank liegen gehabt. Oh, aber da die ja noch gut sind, also so zum Anziehen, sind das jetzt hier meine Gartenlatschen. Sie funktioniert. Ich glaube, das heutige Video muss ich nennen Manu außer Rand und Band. Die ist nicht zu bremsen. Ich habe Hunger. Schon wieder. Ja. Ja, also ganz ehrlich, das ist jetzt mein Edelstahlrost. Den machen wir jetzt wirklich gescheit sauber wieder. Und den anderen, der brennt jetzt gerade ab. Ja. Schrubbeln wir nachher aus sauber. Der sollte auch schon fertig sein. Bitte? Der sollte auch schon fertig sein. Jo, den machen wir dann auch noch. Ja, Schwuppskarre ist auch fertig. Und dann bin ich echt jetzt noch am Überlegen, wenn die Manu schon wieder so außer Rand und Band ist, hätte ich ja eigentlich Zeit, den Lichtschalter zu machen, oder Iffel? Ja, machen wir. Genau. Ich bin ja gespannt, wie das mit dem Mini-Käbelchen da innen drin aussieht, ob wir das schaffen, die in den Lichtschalter reinzuklemmen. Also Leute, die Solarlampe ist wirklich sehr, sehr seltsam. Das Solarpanel ist ja da dazu, dass es den Akku in der Lampe hier wieder auflädt. Aber ist das Ding angesteckt, funktioniert die Lampe gar nicht. Ist er abgesteckt, funktioniert die Lampe eigentlich, wie sie soll. Also Fazit, Schalter neu, fertig. In dem Chaos hier den nächsten Manu-Wunsch erfüllt. Mein Gewürzregal, was damals an meinem großen Schrank dran war, wird rausgebracht, hier hingespackst. Den Halter brauchen wir hier nicht, der kommt irgendwo anders hin. Ja. Und dann kann sich mit Gewürze auffüllen, wo wir heute auch schon ein bisschen was eingekauft haben. Eins nach dem anderen. Ja. Und was wir heute als Leckerbissen mitgenommen haben, ein Rindersteak aus Südamerika. Und Leute, das ist schon rechter Kavenzmann. Mit. Wie viel? 804 Gramm. Ja, der wird jetzt nachher vergrillt. Wird wahrscheinlich auch die Manu grillen, bin ich ganz ehrlich. Weil ich mache gleich mit dem Lichtschalter weiter. Du grillst hier gerade dieses geile Rindersteak? Ja. Und machst kein Video dazu? Ja. Mega, mega, goscha, goscha? Ja, ja. Spatzel, täte ich auf alle Fälle noch ein bisschen länger auf direkter Glut, dass es einfach noch ein bisschen mehr Kruste kriegt. Ja, auf jeden Fall. Ich wollte jetzt nicht direkt grillen. Nee, direkt. Gleich hin, gleich wieder auf direkte Hitze drauf. Weil nicht, dass es zu viel durch wird nachher. Auf die Glut. Direkt drauf, ja. Ja, meinetwegen, Meister. Sie reden. Ja gut, ich habe jetzt die Unterseite nicht gesehen, ich habe jetzt von der Oberseite geredet. Die ist noch ganz blass. Ja, wirklich, dass das eine richtig schöne Kruste kriegt. Dann nochmal umdrehen, dass die Seite noch richtig schön krustig wird. Und dann kannst du es noch leicht in den indirekten Bereich, aber dann ist eigentlich schon gutes Teil. Weil, ja. So, hier haben wir jetzt mal ein bisschen Soßen, ein bisschen Paprika. Das Steak, da bin ich ja jetzt gespannt. Drei Salate und ja. Spatzel, du darfst jetzt das Steak anschneiden. Also wie gesagt, ich will hier bloß so ein kleines Probiereck und den Rest dürft ihr verspeisen. Du bist in der Mitte, wollten Sie. Könnte ja ein bisschen Englisch sein, oder? Nee, weiß ich nicht. Schauen wir mal, wie es das hinbracht hat. Ich weiß es nicht. Ja, könnte ein bisschen britisch sein. Ein bisschen Englisch. Das ist doch hervorragend. Doch eigentlich schon, oder? Ja, das hättest du noch ein bisschen mehr drauf lassen können. Ja.
Magst du das so? Ich mag das so. Ihr mögt es so? Gut, dann schneid mir meine Probierecke ab. Nein. Vom Rand weg. Ja, du kannst mir auch das durch vom Rand wegschneiden. Gut. Wunderbar, mein Probiereckerle. Ja. Dann nehme ich noch ein bisschen Salat dazu und das reicht mir jetzt erst einmal. Und später haben wir ja noch was ganz was anderes. Richtig. Und ihr dürft euch das jetzt aufteilen. Ja. So, dann probiere ich jetzt erst einmal diese Salate. Ob man die überhaupt essen kann. Ich hoffe es. Also. Unter den gegebenen Umständen kann man sehr gut essen, denke ich. Ja. Das ist schon. Bisschen englisch schnell für dich. Aber schlecht ist es echt nicht. So, Leute. Jetzt kommen wir mal hier zu dem schnellen Essen heute, zum Gesamtfazit. Den Kartoffelsalat vom Mädel haben sie beide, auch ich, gesagt, ist gut, kann man essen. Den Gurkensalat vom Lidl, ich esse gerne, schmeckt lecker, besonders gemischt mit dem Kartoffelsalat. Die beiden, zu süß. Genauso wie der Coleslaw von denen, von Pop. Er ist auch ziemlich süß. Ich denke, man kann essen. Die beiden, Ja, und dann noch zu dem Steak. Da kommen jetzt nämlich dann gleich die Kommentare aus dem Hintergrund. Für mich persönlich war es eigentlich schon fast zu englisch. Aber da kennt er mich ja. Ich habe mein Zeug lieber mehr durch. Aber euch hat es soweit geschmeckt erst einmal? Ja, auf jeden Fall. Ja, war in Ordnung. Aber zart ist was anderes. Ja. Definitiv. Ein zähes Luder. Ein zähes Luder. Iffel hat es genau richtig auf den Punkt gebracht. Ein zähes Luder war das. Aber vom Geschmack her, vorgewürzt, war es gar nicht mal schlecht. War Pfeffermarinade. Hä? Pfeffermarinade. Pfeffermarinade. Ja. Vom Geschmack her war es gar nicht schlecht. Vielleicht, wenn man es ein bisschen länger noch gegrillt hätte, ein bisschen mehr durch gewesen, vielleicht wäre es dann besser gewesen. Also von der Zartheit her, keine Ahnung. Glaub ich nicht. Aber wir haben es uns jetzt einmal schmecken lassen und nachher wird weiter gegrillt. Ja, der Lichtschalter ist auch schon mittlerweile installiert. Ich muss jetzt bloß noch außen das Kabel ein bisschen verlegen. Und dann ist das Thema auch schon erledigt. Hier außen habe ich das Kabel erst einmal nur rumgewickelt noch. Weil da weiß ich ja noch nicht, wie ich dann insgesamt mit dem Kabel weiterverfahre. Hier haben wir es runter, da in den Dings rein. Ja, und wenn man jetzt hier reinkommt und einem das zu dunkel ist, dann kann man hier das Licht einschalten. Und man kann es auch wieder ausschalten. Und wenn es zwischendrin ausgehen sollte, hat ja das Ding hier den Bewegungsmelder dran. Genau. Also es ist wirklich merkwürdig, was die Chinesen mit ihren Lampen haben. Sorry, muss ich so sagen, die Dinger kommen alle aus China. Die einen leuchten wirklich nur, wenn es dunkel ist. Die, wenn das Solarpanel abgeklemmt ist, ganz komisch. Also furchtbar. Aber das funktioniert jetzt. Scheißhäuselbeleuchtung ist fertig, erst einmal. Ja, und jetzt bin ich am Überlegen, was ich noch machen wollte. Das war die Beleuchtung, das war die Schwuppskarre und irgendwas wollte ich noch machen. Ja. Was? Rasenmäher. Hä? Rasenmäher. Rasenmäher, genau. Da schnappe ich mir nachher meine Flex, das Messer, tu das schärfen und mache den Rasenmäher wieder kampfbereit. Oh. Flex, Messer. Sieht auf alle Fälle tausendmal besser aus. Und wer jetzt sagt, ist doch gar nicht gewuchtet.
Ja, fast. Es ist natürlich jetzt bloß eine Notlösung, aber so halbwegs. Sieht's gut aus. Ja. Kannst du ja nicht hundertprozentig sagen, weil hier das ein Langloch ist, ein Oval. Das reicht für den Rasenmäher. Den mache ich jetzt wieder kampfbereit und dann rase ich noch eine Runde durch den Garten. So Leute, ich habe jetzt Rasenmäher sogar schon wieder aufgeräumt. Wir haben es jetzt schon wieder 16:30 oder was? Viertel vor fünf schon, sagt Schatzi. Ja, ich bin bloß einmal drüber gegangen jetzt mit dem Mäher, auch draußen. Also jetzt kann man hier wirklich mähen. Jetzt nimmt das Ding auch halbwegs sauber was weg. Aber ich sag's euch, die Buckelpiste muss weg. Mit dem Rasenschäler, wo jemand was geschrieben hat, schön und gut, habe ich noch nie gehört. Wenn es funktioniert, geil, aber ich werde es wahrscheinlich von Hand machen. Machen wollen, machen müssen, machen tun, keine Ahnung. Ich wüsste auch gar nicht, wo ich da jetzt einen herkriege. Und hier im vorderen Bereich muss ich ja ganz schön runter. Also da keine Chance. Spatzel gießt jetzt gerade noch die Banane. Eigentlich wollten wir ja zweimal grillen, aber Iffel hat sich leider relativ früh verabschiedet heute. Tja, Spatzel, kommen Sie mal her. Ja, Moment. Ich wollte es vergessen. Du hast jetzt die freie Auswahl. Entweder gehen wir morgen irgendwo was essen, so zum Zweijährigen noch, oder wir fahren hierher und machen uns auch was Leckeres zum Essen. Ja, genug haben wir ja da. Ja, eigentlich schon. Ja, also, machen wir das lieber. Also Leute, dann gibt es auch sonntags ein Gartenvideo, eigentlich dann bloß ein Grillvideo. Ja. Ja, mit den Sachen, wo wir halt noch da haben. Dass uns da nichts kaputt geht. Richtig. Ja. In dem Sinne würde ich sagen, was das heute schon fast, Leute, fast. Hier hat uns der Iffel noch so 1, 2, 3 Kunststoffhochbeete mitgebracht. Ja, für die werden wir definitiv auch noch einen Platz finden. Dafür nochmal vielen lieben Dank. Ach so, ja, und hier so eine Grillplatte aus Gusseisen. Habe ich zwar schon eine, aber ich habe gesagt, wenn er sie loswerden will, unbedingt. Ich nehme sie gerne. Ja. Lieber zwei als gar keine. Trotzdem vielen Dank. Ja. Ja. Oh. Und das war's dann für heute. Morgen wirklich wahrscheinlich hier bloß rauskommen, ein bisschen grillen und wieder abhauen. Ja, so machen wir das. Ja Leute, dann warte ich jetzt gerade noch, bis Spatzel schnell mal rauskommt hier, um Tschüss zu sagen. Wegen Tschüss sagen. Ach so, wegen Tschüss sagen. Ja, hier mit der großen Fresskiste. Die ja. Ist bis oben hin voll. Ja, also Leute, in dem Sinne, bis zum nächsten Video. Wir wünschen euch was. Ciao, Ikowski.